Was ist das für eine Scheiße? Das wird auch nichts. Ich hab mein Mikrofon gerammt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen. Zuerst machen wir auf jeden Fall Snowboard. Mario, du Fettsack. Los geht's. Halfpipe. Und hoch geht's. So, mach Flips, 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 Flips. Ey Leute, mein Kollege kann einfach Backflip. Mach. Bam, bam, zack, zack, yay. Was für daneben? Diesmal habe ich aufgepasst. Was? Ich habe das Spiel überhaupt nicht verstanden. Ah, 15 oder mehr Tricks auf einer Halfpipe. Halfpipe. Sehr gut. Nee, ich verstehe das scheiß Spiel nicht. Was ist das für eine scheiß Disziplin? Ich hab das Gefühl, auf der Wii funktioniert das viel besser als hier auf der Wii U. Ich hab doch schon. Ich. Nee! Was ist das für eine Scheiße? Kein Kommentar! Keine dummen Kommentare. Arsch. Braucht man da irgendeine bestimmte Fähigkeit dafür? Nein. Das könnt ihr ja nicht ernst meinen. Man muss ja nicht mit jedem einen neuen Rekord aufstellen können. Aber wenigstens mit jedem eine Goldmedaille bekommen. Weil sonst ist das doch mega Betrug. Ich habe das Spiel trotzdem nicht verstanden. Wir haben jetzt da 11 Minuten dran gesessen. Snowboard Cross. Ja. Silver. Es sind eigentlich dieselben Regeln wie bei Ski Cross. Wir machen gegen Wario, Waluigi und einen Neuling, Bowser Jr., den wir, glaube ich, noch nicht gesehen haben. Oder? Ich glaube nicht. Vielleicht bei den Gegenspielern kommst du aber nicht. So bei einem Rennen oder wir selber haben den noch nicht gespielt. Ja, tatsächlich. Tatsächlich kann man hier Stunts machen. Geil. Kann ich das schon vergessen? Ja, das kann ich schon vergessen. Ja. Das wird auch nicht gut. Was hab ich eigentlich? Ich hab nicht noch einen weiteren gemacht. Was willst du mir eigentlich antun? Ich habe auf jeden Fall das Potenzial dazu, einen neuen Rekord aufzustellen. Und deswegen werde ich das nochmal mit Silver machen. Waluigi halt deine Fresse. Die müssen jetzt 2 Minuten schaffen. Das war ja nicht schneller. Ich bin so dumm. Wenn ich das nicht mit Silver schaffe, habe ich das auch nicht verdient, ehrlich gesagt. Das wird auch nichts! Das kann ich auch direkt vergessen. Junge, wenn er sich Windschatten holt und mich dann noch anrempelt. Endlich. Neuer Rekord, endlich. Endlich. Oh. Endlich. In diesem Part werden wir aber allerdings noch Eisschnelllauf 500 Meter machen. Knuckles war auf dem Bild, also nehmen wir Knuckles dieses Mal. Und wir sind hier beim Richmond Olympic Oval. Oder Oval. Oval? Keine Ahnung. Fertig. Nein! Oh mein Gott. Alter, ich hatte gerade Angst. Das kann ich sehen lassen. Erster Platz, denke ich mal. Oder? Neuer Rekord. Erster. Ich bin der Beste. Abzeichen. Für 5 oder mehr perfekt. Short Track 1000 Meter. Nehmen wir Daisy. Ich wollte gerade Metal Sonic nehmen, aber wir hatten gerade eben den Sonic-Charakter Knuckles. Deswegen nehmen wir Daisy. Dinkel Kong. Ich hab mein Mikrofon gerammt. Wie scheiße schwer ist das denn? Und
Ja, kein neuer Rekord will ich aber auch nicht. Das Spiel ist scheiße schwer. Staffel, genau. Metal Sonic, Vector, Blaze. You were always on my mind. You were always on my mind. Oh, Blaze! Waluigi. So, Niklas, nachdem ich jetzt die Aufgabe nochmal erklärt habe, hast du das Thema jetzt verstanden? Ja, okay. Ja, nein, warte mal, was? Vector, okay. Ah, Waluigi, du bist jetzt am Start, du holst uns jetzt noch den Sieg, Waluigi. Ja, Mann, nice. Was guckst du denn so, Waluigi? Wir haben es auch gut gemacht. Siehst du? 20 Sekunden früher. Und erster natürlich. Ja, okay. Wir haben Olympia-Rekord? Kombinationsabzeichen verleihen für mindestens eine Schallbewertung bei allen Übergaben in der Disziplin Short Track Staffel. Wir haben immer perfekt geschafft. Gibt's dafür nichts? Im nächsten Part werden wir uns dann anscheinend Eiskunstlauf und Bobsport ansehen. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt. You were always on my mind. Wenn es euch gefallen hat, gebt diesem Video einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. So, Niklas, hast du schon die Tendo Guys abonniert?